Ja, wäre auf alle Fälle drin. Gerade jetzt auch mit Kapok könntet ihr dann den Kurs und auch die Geschwindigkeit berechnen. Ich glaube, Rafim ging es im Vorfeld um die Piraten, oder? Nicht so sehr um die Gezeiten, die Dämonenarchen, oder? Also, es geht darum, ich werde die Piraten angreifen und entweder ich töte halt die Piraten und nichts passiert, gut für mich, oder die irgendeine Dämonenarche kommt, noch besser ist ja der Plan. Gut, Aber im möchtest du das Prinzip wird's. mit der Avianda machen oder schließt du dich einem anderen Spähkonvoi an? Es kommt darauf an, ob die anderen mitkommen wollen. Wenn die anderen nicht mitkommen wollen, würde ich nicht die Avianda nehmen. Wenn die anderen mitkommen wollen, würde ich die Avianda nehmen. Ich würde mitkommen. Ausspähen, glaube ich nicht, oder? Ich würde schon mitkommen, wenn wir geteilt haben Also, hier. Ja, doch. Ja, das ist ja die Frage der Zeit. Wie lange denkst du, dass das dauert? Das dauert bestimmt, wenn wir da hinfahren, zurückfahren, 2, 3 Wochen, schätze ich. Nee, mach einfach selber. Also ich würde Also dich so ein. begleiten. Kann dich ja nicht alleine gehen lassen. Also Also die ein Frage ist halt, Stoßtrupp auf einer Arche. ob ihr nicht was Besseres zu tun habt auf gut Deutsch, weil die Chancen, dass ich was Besseres zu tun habe, sind jetzt nicht so schlecht. Also Zulamin hat nicht wirklich was Besseres zu tun, weil ich habe keine ASP, die ich im Vorfeld irgendwie in die Schlacht investieren könnte. Ja, komm, ich kann meinen Shit doch auf der Ariander tun. Ja, Meine also Frage wie ist, soll aber das nicht der. vorsichtig an der Stelle. Also es ist jetzt ein bisschen so ein Überfall auf dich, weil Ist kein ich will Problem. Piraten. Achso, okay. Ja. Ja, nicht, dass du jetzt sagst, ganz beschissener Plan, was meine Nee, Vorbereitung nee, angeht. nee. Okay. Also ihr könnt dann laut euren Planungen und mit dem Zustand des aktuellen Wassers bräuchtet ihr tatsächlich eine ganze Woche, um im Seelengrund von Miamat vorbei an Asseln zu dieser Spitze zu kommen. Nicht ganz nach Kryssa, das schafft ihr nicht, aber so eine Woche bis zu diesem Punkt. Okay, also müssten wir in 5 Wochen losfahren, weil, na, vielleicht in 4 Wochen, weil die Plagenbringer braucht einen Monat von hier ungefähr. Genau, Richtig? richtig. Ihr Also haben braucht wir eine noch vier. Woche, die Plagenbringer braucht einen Monat. Okay, Die also ist haben nicht wir. durch das Unwasser so langsam, ihr seid durch das Unwasser langsam. Sie ist einfach, weil sie so schwer und nicht mehr richtig gezogen werden kann. Deswegen ist sie so langsam. Aber du kannst natürlich auch zu einer Spielmission aufbrechen. Also das hilft dir ja auch, wenn du jetzt weißt, von Miamat aus hierhin eine Woche. Du kannst also aufbrechen, gemeinsam mit der Avianda und dann dort einmal die Lage auskundschaften, auch gerade hier in diesem Sumpfbereich. Wäre ja auch eine Option, gerade weil Abel mir dann eventuell hier sein Bock aufstellen möchte oder seine schwere Tribuchet. Wenn das da aufgebaut werden soll, werdet ihr nicht auf Piraten treffen, aber wohl auf einige Echsen, die in den Sümpfen stehen, mit langen, schweren Fischen euch ansehen aus der Entfernung. Und wenn ihr dann entweder näher heranfahrt oder mit Beibooten dann an den Sumpf anlandet, werden sie erstmal wieder im Sumpf verschwinden und abtauchen. Aber von Piraten findet ihr an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Die Kette von eurer Torwalerin Havulgard konntet ihr aber auch auf alle Fälle von Miamat nach Port Zornbrecht sehen. Und auch in einem Umkreis von 30 Kilometern um Port Zornbrecht werdet ihr weitere von diesen Kettenstücken erkennen. Okay, wenn ich jetzt hier vor Ort bin, finde ich irgendwie, was weiß ich, Seebänke oder ähnliches, die mir schon mal einen Plan zurechtlegen kann, den ich ausnutzen kann, indem ich das Gewässer vor Ort besser kenne als der Feind. Auf alle Fälle, weil das Sumpfgebiet ist. Also das ist halt kein harter Cut, sondern gerade an diesen Stellen kannst du auch viel mit Tarnung arbeiten, dass du dann deinen Trebuchet abtarnst. Der wird dann vielleicht aussehen wie so ein toter, herabhängender Baum. Und ja, einfach weil das sehr seichtes Gewässer wird, wenn die sich dann aus Versehen zu nah ran bewegen und es keine harte Küstenlinie gibt, wenn auch deren Karten vielleicht gar nicht so gut sind, weil das Piraten aus der Perlensee sind und nicht aus dem Seelengrund, dann kann das sehr gut gelingen, dass die zu nah heranfahren an das Gewässer, wo du eine seichte Stelle hast. Also kannst dich dann an 2 Tage umsehen, wenn du möchtest. Hast du Sumpfkunde? Ich glaube, ich bin leider nicht sumpfkundig. Warte mal. Ich hätte Sumpfkunde anzubieten, wenn es ihm hilft. Ja. Ja, Ronga hat auch Sumpfkunde. Also Perfekt. genau, zumindest Abelmir würde ich mitnehmen. Ich würde zumindest mal meinen Plan vorschlagen. Also Abelmir, ich denke am besten ist, siehst du den Sumpf da vorne, da wo die Hexe gerade hinter den Baum gelaufen ist? Ich denke, wir stellen deine Geschütze hier auf.
Ja, das kann schief. Wir sollten hinter diesem Zypressen auch nehmen. Wie heißt dieser ja, Zypresse, ja. Wie heißt dieser so Weide? Mangroven, ja. Mangroven aufstellen, weil ein Trebuchschi schießt ja mehr 45 Grad nach oben und so. Also es muss nicht unbedingt direkt in direkter Verbindung zur See stehen. Naja, was hältst du denn davon? Noch ungefähr 4-5 Tage von hier greifen wir das erste Mal an und dann das zweite Mal hier mit deinen Geschützen. Das können wir nicht einfach eine schwere Rotze dahinstellen? Ist das nicht viel leichter, damit irgendwas zu treffen und beweglicher ist sie auch noch? Und wir haben Dutzende davon, von denen wir einfach alle rausblicken können. Ist halt nicht cool, das ist ja Punkt. Das ist Abelmirs Problem, ich weiß. Das ist ein Abelmir-Problem. Ich biete dir immer noch den Luftgin in den Geschossen an. Ich meine, du musst Voltax fragen, denn ich kann keine Gin, aber trotzdem. Nee. Also ich würde es auf den mechanischen Weg, normalen Weg machen. Naja, Abelmir, wie glaubst du denn, dass du die treffen wirst? Nun, wir müssten ein paar Probeschüsse machen und dann könnte die Geschützmannschaft sich auf die Reichweite einstellen. Naja, wenn Boltax einen Luftgin beschwört oder einen Wassergin, glaubst du, dass er ein Schiff an einer genauen Stelle festhalten könnte? Es kommt auf die Größe des Schiffes vermutlich an. Naja, vor, weil wir mit einem Geschütz nehmen und einschießen, dann können wir ja vermutlich immer wieder die gleiche Stelle treffen, richtig? Das wäre möglich, ja. Und wenn wir dann vielleicht, wenn Voltax vorher ein paar Sandbänke hier erzeugt mit einem Erz-Gin, könnten wir sie dazu zwingen, genau dort landen zu fahren und dann mit einem Wasserluft, wie auch immer, Gin das Schiff dort halten und dann schießen. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Es sei denn, ihr seid begnadeter Torsionsschütze und ich weiß nichts davon. Nun, ich nicht, aber die Mannschaft Aviana schon. Wir hatten, ja, du weißt ja doch, dass unser ehemaliger Bordschütze. Ja. Er kennt ihn ja. Er hat leider verlassen, aber ich denke, er hat einen würdigen Nachfolger. Ich denke, die Mannschaft wird das schon schaffen. Naja, aber wenn wir geschossen haben, müssen wir auch relativ schnell von hier weg. Das ist richtig, ja. Aber deswegen wollte ich ja das Geschütz hinter den Bäumen aufstellen, damit es nicht gleich gesehen wird. Und dass wir Zeit gewinnen, um uns abzusetzen. Verstehst du den Plan? Ja. Lasst mich mal eben die Bücher studieren. Haben wir mehr Geschütze, als wir brauchen könnten, oder eher andersrum? Was sagt da mein ja. Wissen über unsere Bestände? Definiere brauchen können. Ich meine, man hat nie genug. Ja und nein. Also wir können nicht alle zeitgleich mannen, aber der alte Geschützmeister hätte keinen davon abgeben wollen. Ich glaube, er meint generell, nicht auf der Aviande. Genau, ist mein genereller Zugang zu Geschützen so groß, dass ich ein paar hier aufstellen könnte, weil sich mit Theo wird nicht unrecht haben, selbst wenn wir den Ogerlöffel benutzen, ist es ja an sich ja nicht doof, noch ein paar mehr Geschütze aufzustellen, aber die dann halt hier zu lassen. Also wir können immer welche aus der Hafenverteidigung pflücken, denn das ist meiner Ansicht, dass wir die eh nicht brauchen. Ja, also würfel mal eine Kriegskunstprobe. Du musst nur halt damit rechnen, dass wir alle, die wir für irgendwelche Küstengefechte aufstellen, danach weg sind. Ich sehe genau. Die vermutlich nicht wieder. Also du kannst aus der Hafenbefestigung eine pflücken, ob du die von Miamat nimmst, da wird es sicherlich genug geben. Du könntest dir aber auch vorstellen, dass man in Port Zornbrecht sowas positioniert. Du könntest dir aber auch vorstellen, dass man, einfach weil Port Zornbrecht besser befestigt ist, dass man den Ogerlöffel da einstellt, weil es da auch im Sumpf dann nicht versinkt. Da könntest du ihn auch vielleicht mehrmals benutzen, also nicht nur einmal abschießen, sondern mehrmals, dass du ihn vielleicht nochmal ein zweites Mal spannen kannst, weil die Stadt nicht im ersten Anlauf fällt. Also es wäre tatsächlich, wenn Port Zornbrecht wirklich in so eine Belagerungsschlacht fällt, die man dann auch aufgeben kann und darf, aber da kannst du den Ogerlöffel besser verteidigen und kriegst dann noch einen zweiten, vielleicht sogar einen dritten Schuss an. Wir könnten einen Ulchuchu rufen. Wir haben einen Ulchuchu. Und zwar einen großen. Um nochmal auf, wir halten das Schiff fest, zurückzukommen.
Also ich bin ein bisschen bei Daru. Das Ding wird vermutlich richtig ungenau sein. Deswegen aber, werden wir ja, vermutlich warte, nur wenn die wir gleiche aber Stelle das Schiff, schießen können. Wenn wir aber das Schiff festhalten. Und das ist ein klassischer Uchuchu-Job. Richtig, dann können wir das Ding... Denn mein Gedanke ist irgendwie immer, oh, die haben alles voller Korruptorot-Dämonen, die haben Paktierer mit Herrschaft über ja. Aber wenn wir ja nicht am Zentrum der Flotte sind, wo den ganzen Paktierer und Polygon und der Amrichot und hast du nicht gesehen sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die einen Uchuchu finden und neutralisieren können, geringer. Nicht null, aber geringer. Könnte trotzdem sein, dass die Paktierer auf dem Schiff sind. Klar, ja, aber der muss dann immer noch, der muss dann immer noch Kontrolle über Gehörnte haben. Und das ist ein heavy Pakt-GPD. Den hältst du unter der Wasseroberfläche, lässt genug rankommen, hebst den dann an. Dann kannst du dich einschießen und ja, normalerweise können die Piraten dann auch nicht auf den Mochuchu laufen, weil sie sonst gefressen werden. Aber sie könnten halt versuchen, mit eigenen Kanonen zu antworten, um euch dann zu zerschießen. Aber ja, aber das zu, würde dem helfen. Zu dem Zeitpunkt sagt Abel mir dann lololol, Triborg, unsere Reichweite ist höher. Ja. Nee, auf alle Fälle, ja. Wenn wir genau wissen, an welcher Stelle dieser Mochuchu auftaucht, dann können wir schon mal vorher Probeschüsse machen, um zu wissen, wie weit wir in den... Auch das, ja. Genau wird das nicht sein. Es wird schon irgendwie eine Varianz von einer Meile haben, aber das kriegen wir hin. Aber ein guter Plan. Auf jeden Fall. So könnte ich wollte gerade sagen, einsetzen. Ja, ich wollte dann gerade eigentlich hinten reinwerfen, wir können den jetzt stechen und Menschen füttern, um auf die Größe zu kommen. Wir haben den Großen aus... aus dem Gott, Sumpf? Nee, nicht aus dem Sumpf. Aus dem Werftkeller von... Wie hieß das Kaff? Pericum. Pericum, danke. Das Kaff. Ah, ja. Denn den haben wir eingetrocknet und mitgenommen. Okay. Okay, dann fasse ich unseren Plan mal zusammen. Vor Ort Zornbrecht ein bisschen so breit befestigen, wie wir können. Die Piraten und das andere Gefiechzeug da reinlocken. Gleichzeitig den Uchuchu fallen lassen. Aber mir schießt mit seinem Riesenkatapult... Dann ich damit noch ein paar Schiffe. Am Ende, wenn die Port Zornbrecht erstmal gestürmt haben, lassen wir es in Flammen aufgehen für Boltax. Wieder reicht. Und ihr dachtet, es wäre Blödsinn, den mitnehmen zu wollen. Ja, so könnt ihr nach eurem kurzen Spähausflug ins Nirgendwo mit einem guten Plan wieder zurückfahren. 2 Tage sind vergangen und eine weitere Woche, die ihr dann wieder zurückbraucht, um nach Miamat zu kommen. Vor Ort könnt ihr weitere Ankömmlinge erkennen, dieses Mal die besagten Zwerge mit der Seeadler von Xorlosh und eine weitere Delegation, die Stolz von Fasar. Denn das wird Zulamin mitbekommen, auch eure geliebte Reshalia Ajer Khalil hat an euch gedacht, ebenso wie Tomek Aterion und Nazi Al-Fasar, die euch sowohl Raya als auch Fex-Geweihte geschickt und gesandt haben mit einem eigenen kleinen Schiff der Fasarer Kirchen. Ja, Zulamin ist sehr gerührt, denn damit hatte sie wirklich nicht gerechnet, weil, naja, Fasar ist nicht gerade eine Hafenstadt, aber hey, wir nehmen jede Unterstützung, die wir kriegen können. Genau. Und eine weitere Person hat geantwortet, denn Boltax hat vor einiger Zeit einen Brief an den Kalifen Malkila III. Mustafa ibn Khalid ibn Rusalaimi geschickt. Und auch der hat geantwortet, wohl weil auch Talusa vernichtet worden ist, beziehungsweise der Kontakt abgebrochen ist, nichts Genaues weiß man nicht. Aber auch er hat seine Schiffe geschickt und mit dabei sind dann eben auch Novadis mit Rashtulas Bart, Rashtulas Zorn, Rashtulas Braut, der Cheria und der Braut von Rashtula. So dass ihr zumindest einmal 5 Novadi-Schiffe habt mit zorniger Mannschaft, die sich dann ja auch vor allem in eurer Abwesenheit den Hafen haben sich schon sehr beliebt gemacht, direkt einfach indem sie mit ihren wirren Vorstellungen und Kulturkonflikten bei den anderen aneinander geraten sind. Aber wenn ihr dann wieder eintrefft und werden sie merkwürdigerweise sehr viel stiller werden. Und sich dann zurücknehmen, sich beherrschen und vielmals an Bord ihrer eigenen Schiffe bleiben. Aber auch die Novadis schicken ihr eigenes Volk ins Rennen um den Kampf um Aventurien. Warum auch immer. Die profitieren doch am meisten, wenn hier alles schwimmt. Hahaha, wir konnten die Alanfrana in der Vergangenheit nicht besiegen, aber jetzt hat sie ihre eigene Übermut eingeholt. Das Problem ist, dass sie durch die 99 Gesetze wenig Fisch essen dürfen. Da ist sehr viel Geschupptes dabei. Ich glaube, Fisch kannst du hiernach sowieso nicht mehr essen. Richtig.
So dreut Pereine. Ein Monat ist vergangen und ihr habt gefühlt noch nicht so viel erreicht. Und auch der Pereine zieht und zieht. Ihr sammelt weiter Nahrungsmittel, Hölzer und könnt euch weiter besprechen. Der Ulschutschu wird wieder hervorgekramt. Du könntest ihn auch ins Wasser lassen und ihn wachsen lassen. Das dauert ja auch einige Zeit. Du musst ihm jetzt keine Schiffe zu fressen geben. Du brauchst ihm keine Schiffe zu fressen geben und auch keine Jungfrauen oder so etwas. Aber ja, wie möchtest du deinen Ulschutschu wieder auf das Maß bringen, was er braucht? Ich glaube, der braucht nur Wasser und Wasser, oder? Also, wenn du ihn da aussetzt, dann fängt er sich ein paar Echsen und dem geht's gut da. Right, vielleicht fängt er sich ein paar Meereslebewesen. Wir können ihn ja früh genug aussetzen. Also willst du ihn jetzt schon vor Ort direkt, also nicht in Miyamat großziehen und dann rüberbringen, nein, sondern... Nein, auf keinen Fall. Optionen, mir reißt mir den Kopf ab. Ja, ich glaube, die anderen Kapitäne auch, wenn du jetzt anfängst mit Dämonenbeschwörung und... Es ist technisch gesehen keine Beschwörung. Das interessiert die nicht. Vermutlich machst du um den ganzen Tag schon nur Dämonenbeschwörung, machst den ganzen Tag nichts anderes. Ja, also nur ein Blatt. Du könntest sie in Asseln beziehungsweise an der Küste dann kurz daneben, könntest sie dann aussetzen. Da wird er dann Fische und vielleicht die ein oder andere unglückliche Echse dann sich angeln und dort dann wachsen, bis du ihn dann wieder rufst und ihn dann an Land ein bisschen verschiebst. Könnte man nicht über die Einschlagstelle aussetzen? Da hast du die beste Brutgebiet sozusagen für ihn. Ich denke auch, dass es... Hier besser, meinst du? Oder? Ja. Weil den finden wir nicht wieder. Das ist richtig. Also du kannst, also das Problem ist, auch wenn du jetzt anfängst, hier Krakonia zu fressen, dann werden die Krakonia den vernichten. Was hast du denn da, wo wir hinterher feuern hier wollen? Hier. Moment, nee, wo ist denn hier jetzt? Vor Pozzorat. Genau, das war doch der Plan. Ach so, okay. Ja, genau, okay, ich dachte, die Stelle, wo wir hinschießen wollen und damit die Schiffe nicht abhauen können, planscht da der Ulchuchu. Okay, dann sofort Pozzornbrecht. Hat eigentlich irgendwer schon Ponzhornrecht gesagt, dass wir ihre Stadt in die Luft jagen werden? Ich glaube, wir schieben das so lange vor uns her, bis es unausweichlich ist. Also. Du kannst gerne gehen und denen das erzählen, wenn du willst. Ich sammle dann deine Einzelteile hinterher auf und nähe sie zusammen, okay? Es also muss auf jeden Fall noch Zeit sein, um zu evakuieren. Genau. Richtig, und wir müssen ja am besten aber müssen wir auch irgendwelche Leute rekrutieren, die ja Bock haben, da ziemlich sicher drauf zu gehen. Ja, ich würde das folgendermaßen machen. Wir hatten das doch schon besprochen. Zum einen über Illusionen. Illusionen sollten ja ein normales Stadtgeschehen abbilden. Wir evakuieren die Männer und Frauen, die dort leben, die Zivilisten, frühzeitig, indem wir ihnen vermitteln, okay, da kommt eine Armada von Piraten und wir können euch nicht davor beschützen. Diese Stadt ist im Untergang geweiht. Besser, ihr macht euch jetzt auf. Dafür müssen wir natürlich frühzeitig dahin. Und dann brauchen wir noch Kämpfer von dort, weil wahrscheinlich nicht alle gehen wollen werden. Und dann sagen wir, alles klar, die nicht gehen wollen, bewaffnen sich bitte und Attacke. Ich würde auch sagen, wir haben den Anstand, da wir schon unsere ganzen Schiffe hier haben. Also wenn Leute nach Miyamat rüber wollen, das ist vielleicht ein bisschen netter als Salem und man kann das nächste Schiff nach Hause nach Al-Anfa nehmen, dann würden wir die auch nach Miyamat rüber transportieren. Oder über die Rauschroute, über Land, das ging auch. Es gibt ja auch die Meldekette, sodass dann die Schiffe, die liegen ja nicht alle vor dem Hafen die ganze Zeit, sondern die werden dann eben auch auf Handelsfahrten mit Port Court oder so weiter geschickt. Oder können dann Zivilisten aus Zornbrecht dann schon evakuieren. Wenn ich meine Kriegskunstprobe wirft, wie effektiv ich ein Selbstmordkommando halten würde, das dort mit ein paar Geschützen die Stellung hält? Ja, würfel deine Kriegskunstprobe. Das ist nicht nett, aber es war Seegefechte, müsste ja passen. 23 Punkte. Also super, auch Port Zornbrecht, gerade wenn du Häuserkampf hast, du kannst die ganzen Gassen und Straßen, kannst du alles in eine riesige, gewaltige Falle verwandeln. Da muss hier nichts irgendwie, also klar, wenn Kanonen, die werden da viel zerschießen, aber irgendwann werden sie dann die Burg Zornbrecht einnehmen wollen, werden sie dann durch die Straßen und die Gassen gehen. Du kannst die in einem, du kannst da Häuser gezielt zum Einsturz bringen, sodass die dann auf die Piraten einstürzen, dadurch dann eben Gassen versperrt werden und durch andere Gassen gehen müssen. Da kannst du dann wieder Pfeil spicken, also du kannst das in einen gewaltigen Dungeon verwandeln, sodass die gesamte Stadt einfach nur noch darauf wartet, Piraten zu verschlingen. Und die müssen im Prinzip Port Zornbrecht nicht nur mit Kanonen niederreißen, sondern im Prinzip müssen die dann auch an Land gehen. Ja, sie müssen gar nicht.
Sie können und einfach einen Umweg von 75 Meilen machen und dann mehr Matt vorbeifahren. Ja, wenn sie die Schätze wollen, müssen sie in die Stadt. Ja, das, also die Archen sind da nicht drauf angewiesen. Ne? So, die Plagenbringer muss Portzornbrecht nicht nehmen. Aber wenn du ein Pirat bist und du hast dann auch menschliche Bedürfnisse und du musst dann auch essen, gerade im Hochsommer oder über die namenlosen Tage, dann brauchst du einen Hafen, weil du willst nicht an den Dämonenarchen anlegen, die fressen dich einfach nur weg. Gerade wenn sie schwer angeschlagen sind und wenn sie Kanonenschuss abbekommen haben, dann brauchst du nicht die Arche, sondern den Hafen. Ja, dann müssen wir aber auch noch Asseln abbrennen. Ihr könnt auch Asseln abbrennen. Okay, aber meine Vermutung ist doch zumindest, wenn ich das jetzt in eine, ich sag mal, eine Todesfalle verwandle, am Ende werde ich das ganze Jahr, wenn die das dann gestürmt haben, in die Luft sprengen oder Voltax wird es. Meine, also die Chancen, dass die Jungs und Mädels, die da hingehen, das überleben, ist gen Null, richtig? Ja. Also es könnte sein, dass du dann noch versuchst, ins Hinterland zu fliehen, aber das ist Sumpfland. Gerade wenn die dann verletzt sind, dann werden die es nicht nach Selem schaffen, vor allem weil Selem keine Hilfe ist. In Selem werden die halt von irgendwelchen bettelnden Echsen dann gefressen. Aber also du wirst, meinetwegen kann ein Mann, den du dort stationierst, der nicht geweiht ist, also kein Chorgeweihter, ein normaler Mann kann sicherlich 10 andere mitreißen. Und das schafft er in einem Seegefecht nicht, in so einem geplanten Stadt- und Häuserkampf schon. Okay, ich bin jetzt ja ein herzloser Bastard. Kann ich wollte gerade sagen, man muss da noch Leute finden, die das auch gerne machen möchten. Kann ich es mit mir selber vereinbaren, mich in diese Festung zu stellen, mir von vorher von Voltax einen Tunnel graben zu lassen und die Leute da alle zu verheizen auf gut Deutsch? Im Prinzip schon, oder? Also wenn er selber mitgeht, wären die auf jeden Fall zuversichtlich, ja, dass das keine Selbstmordaktion ist. Ich meine, ist also sag mal, wenn du einen Tunnel hast, dann kannst du doch auch mitnehmen, oder? Vor allem können wir doch den Tunnel dann auf halber Höhe einfach voller Schießpulver packen. Und also mein Plan ist halt, Port Zornbrecht so teuer zu verkaufen, wie ich kann. Ja. Ich vermute, wenn ich da selber hingehe, werde ich genug Leute finden, die glauben, wenn Rafim da ist, wird das schon klappen. Ich gehe da mit der festen Überzeugung hin, ihr werdet alle sterben. Aber ich denke mir halt, Rafim ist herzlos und gefühllos und hält das militärisch vermutlich für den besten Plan. Also du wirst auch genug Freiwillige dafür finden, die dann auch wissen, dass sie da sterben werden. Aber du wirst da Freiwillige finden. Gerade wenn, also meine persönliche Meinung, ob ich jetzt lieber in einem Seekampf sterbe und ertrinke oder von einer Kanone erschossen werde oder ob ich im Häuserkampf draufgehe und vorher noch 10 andere Leute mitnehmen kann, die wirklich böse sind, dann habe ich es als einfacher Soldat, habe ich es lieber in den Straßen und Gassen und dann werde ich lieber von einem Säbel zerschnitten als von einem Kanone, von einer Kanone zerschossen oder ertrinken, weil ertrinken ist wirklich grausam. Und dann überlegt man halt zwischendrin, ob man nicht vielleicht einfach doch lieber den nächsten Weg nach Al-Anta nimmt und zu Fuß. Ja, okay. aber hier habe ich als Kämpfer wirklich Impact. Wenn ich einen schlechten Kapitän habe und der segelt in so eine Kanonensalve von einem riesigen Zerstörer rein, der mir dann 20 Rotzenkugeln um die Ohren haut, dann sterbe ich mit meinen 100 Kumpanen und wir haben nicht einmal den Säbel gehoben. Und dann sterbe ich lieber in den Straßen und Gassen von Port Zornbrecht. Ja, aber die Idee ist es ja gar nicht zu sterben. Nein, aber so teuer wie möglich zu verkaufen. Okay, dann. Und das ist Rafims Idee, nicht deren Idee. Ja, die wollen leben. Das ist nicht mehr der Punkt. Also du wirst ohne Probleme 1000 Leute. 1000 Leute würdest du vielleicht finden, ja klar. Aber die fehlen dann auf den Schiffen, ne? Gut, aber ich glaube halt, ich kann die da teurer verkaufen als auf den Schiffen. Ja. Und im Prinzip. Also, es ist ja hier nicht mein Ziel, dass so viele Leute wie möglich überleben, sondern dass wir gewinnen um jeden Preis. Und ja, stört Rafim jetzt halt nicht, wenn die draufgehen. Ja, also vor allem, es kann auch sein, dass sich die Kämpfe dann um Port Zornbrecht auch weiter und weiter ziehen, dass dieser Hafen wirklich all die Piratenschiffe bindet und die Dämonenarchen ziehen dann eben weiter dran vorbei. Das kann halt genauso passieren. Ja, vor allen Dingen, wenn ich das am Ende in die Luft jage, dann werde ich da ja Tausende von denen in den Tod reißen. Und für wie effektiv halte ich es, vor Ort selber das Kommando zu führen? Schon sehr. Also für die Moral wird das natürlich ein riesiger, gewaltiger Impact sein. Wenn der Heptarchentöter sich dann ihnen anschließt. Und selbst wenn du drauf gehst, was ja okay ist, Zulamin und Abelmir, die machen ja trotzdem weiter, aber. Rafim,
Rafim wird ja von mir begleitet. Also ich müsste sowieso da vor Ort sein. Um ja gut, aber du hast jetzt keinen moralischen Impact. Also der letzte Chorgeweihte, der in einem Hafen gegen die Heptarchen gekämpft hat, hat einen Schruf mit dem Gesicht getankt. Und das nicht überlebt. Nur um Vergleichswert herzustellen. Nein, ich wollte Rafim Folgendes sagen. Das Ding ist, ich zünde da irgendwann den Feuersturm. Wir haben natürlich davor eine ganze Menge an Brandfässern oder so deponiert. Und alle werden in diesem Feuersturm AOE-Damage-mäßig sterben und wir ziehen uns durch die Erde zurück. Nur ihr zwei. Wie kriegen wir euch wieder zurück ins Seegefecht? Mal angenommen, ihr überlebt das. Weil, also wir werden jetzt wahrscheinlich nicht die ganze Zeit vor Port Zornbrecht warten. Nee, von mir das erledigt. Wenn die von genau. hier bis da 4 Tage brauchen, nehme ich an, dass wir, vorausgesetzt, wir haben ja vorher den Plan schon da zu durch die Erde unter, den, genau. unter der See nach Miamat. Okay, okay. Richtig. Okay, das Problem beziehungsweise dabei ist, du hast kein Metall mehr am Körper. Ja gut, aber das weiß ich ja vorher. Mhm. Willst du waffenlos reingehen oder was? Hey, nee, also die Waffe werden da gelassen. Er wohl einen verdammten Chorspieß geben können, wenn ich einen klauen muss. Er muss ja nicht mit Fremlar da reingehen. Also er kann ja hier mit einem normalen Chorspieß kämpfen und dann hier hinten lässt er den Fremlar zurück. Ja, kannst ja trotzdem, die sind ja geweiht und unzerstörbar. Ja, das ja, ist, glaube ich dem halt Zauber egal. Der würde halt da liegen bleiben, vermutlich. Ja. Also der würde Chor würde aufhalten, dass du den kaputt machst, aber der würde halt nicht mitkommen. Aber... Ja, dann verwandelt ihr das in einen gewaltigen, in eine gewaltige Schlachtgrube. Wie setzt mir eigentlich Tubal keiner ein? Der ist aber unser Trumpfkram. Der sitzt in Seelen. Gar nicht. Der lässt ja? sich sowieso nichts sagen. Der könnte den Meister des Eises beschwören. Korrekt. Anrufen. Meister des Eises hättet ihr mit Tubareka Kain. Okay. Also ihr kommt halt an jedes andere Element, kommt ihr irgendwie ran, aber Meister des Eises, also an Eismeister kriegt ihr nur über Tubalcan. Was mit Kasim? Der hat kein Material. Und Kasim hat den elementaren Master nicht hoch genug. Ja, Tubalcan hat ja seine Eishöhle angeboten für etwaige Herbeirufungen. Okay, was machen wir dann mit dem Ding, wenn wir ihn haben? Könnt ihr mal sagen, da Plagenbringer Fass? Ja, oder da zumindest kleinere Eiche fassen, wenn es für die Planbringer nicht reicht. Dann müsste reicht. Jemand, ja, entweder Ende Raya oder in den namenlosen Tagen, müsste jemand nach Selim. Right, was ist das gegen. Das ist gegen Element zu Humus? Eis, richtig? Eis. Also Eis ist Humus, so rum. Ja, richtig. Okay, gut. Das sollte nicht das größte Problem sein. Nein, das ja, okay, aber dann sollten wir auf jeden Fall für den Selim-Mod aufheben. Ja, dann. Ich meine, ich kann auch mit Rafim dann nach Selim reisen von Port Zornbrecht aus. Das wenn wäre auch möglich. Und dann zu Tubalcan. Genau. Okay, also fasse ich unseren Plan mal zusammen. Wir fahren in 4 Wochen jetzt los, versuchen einmal ein Seegefecht mit denen und versuchen da die erste Eiche uns zu schnappen. Anschließend machen wir aus Port Zornbrecht einen Häuserkampf aller erster Klasse. Romulus lässt grüßen. Genau. Nehmen den Dämon von Sepetilio als allererstes, schießen die deswegen mit den Rotzen kaputt, weil die sich nicht bewegen werden können, mit Abemirs Riesengeschütz. Dann, wenn die Port Zornbrecht irgendwann gestürmt haben, verschwinden Boltax und ich, alle anderen sind tot, wir sprengen das Ding, gehen nach Selim, da besorgen wir uns einen elementaren Meister des Eises, hoffen, dass der eine von den Eichen zerfetzt, dann geht's auf nach Miamat und rein. Richtig? Und so vergeht der nächste Monat. Ihr plant den gesamten Pereine. Seht euch die Stadt und könnt dann auch die nächsten Schützengräben ausheben, Schwarzpulvergruben anlegen, Schwerter austeilen, Zivilisten evakuieren. Und schon ist der ganze Pereine weg, der Ingrim dreut und damit die Hochzeit von Boltax.